Willkommen zurück bei Männerlords. In nicht genügend Vorräte. Wir haben noch für einen Monat Nahrung. 19 Beeren. Okay. Hier kriegen wir kein Futter her. Okay, Jagdlimit ist auf 10. Was ist mit euch? Ihr habt noch Leder, aber keine Häute. Das kann jemand anderes abholen. Kommt, hopp. So. Du brauchst noch. Oh Gott. Jetzt regnet es schon wieder. Saisonal wächst. Wo ist die Sammlerhütte? Da. Ich brauche Nahrungsmittel. Und wir haben noch 23 Tage. Vorschlag. Wenn im Brigantenlager kommt, dann ja bestimmt nicht bei mir zu Hause. Ich sollte die Leute also vielleicht irgendwo hinstellen, wo ein Brigantenlager kommen könnte. Gott, sind die schnell. So. Ah, hier ist mein Gefolge. Ja, und denen hier fehlen Waffen. 352 Tage noch? Danke. Ich schätze mal da... Ah, da kommen sie. 1, 2, 3, 4. Ach, sind die niedlich. Das ist also jetzt mein neues persönliches Gefolge. Gut. Rührt euch. Braucht sich da halt nicht zu verstecken? Naja. Bin beeindruckt. Ich wette, die 30 Briganten, denen ihr begegnen werdet, die werden genauso beeindruckt sein. Okay. So, das sind die hier. Gefolge anpassen. Drücken um das nur bei Auflösung verfügbar. Ach so. Ach so, da kann ich so optisch ein bisschen. Geht mal nach Hause, damit ich euch anpassen kann. Oh. Beamten anwerben. Nehmt einen der Bewohner in euer Gefolge auf. Waffenknecht. Kostet 50. Heuert mit dem Gold aus eurer Schatzkammer einen Vasallen an, der bereits grundlegende Militärausrüstung besitzt. In Arbeit, in Arbeit, in Arbeit. Rüstungsverbesserungen. Rüstung verbessern. Lokalzukauf. Ihr zahlt den halben Preis, wenn ihr bei einheimischen Rüstungsschmieden kauft. Die Mittel aus der Schatzkammer werden im Regionsvermögen angerechnet. Kosten für die Schatzkammer 17. Kann ich nicht. Hat seine Waffen selbst geschmiedet? Besiegte Feinde. Okay. Okay, Schild. Achso, geht ja nicht. Ist aber alles optisch, wa? Naja, sieht doch lustig aus, der Kerl. Ah, jetzt kann ich die Waffe sehen. Okay. Lass die mal, genau. So. Das ist Albrecht. Mit Axt und... Holla. Schwert. Axt.
Bleib mal bei der Axt. Schild. Tatsche. Okay. Cool. Ah ja. Hat verschiedene Künste studiert. Stiehlt alles, was ihm vor die Nase kommt. Na, du bist mir ja einer. Nimm mal erstmal vernünftig ein Schild. Ja, blau-gelb passt. Dann kriegst du hier auch blau. So. Ich werde dir mal was suchen mit kleinen Taschen, dass du nicht so viel klauen kannst. Entstammt einer Bauernfamilie. Das ist gut, da ist er motiviert. Dann weiß er, wofür er kämpft. Komm, dann kriegst du auch einen besseren Schild. So. Oh, der Schild geht nicht gestreift. Na gut. Und du isst mehr als alle anderen und lässt seinen Kameraden oft nichts übrig. Alles klar, mein Freund. Gut. So, Briganten, 20 Tage. Die Schnarchnasen sind auf dem Marsch. Hä? Konnte ich das nicht noch? Achso, mittlere Maustaste. Ja, ich lasse sie mal irgendwo hier hinlaufen, weil wenn Brigantenlager kommt, dann wahrscheinlich nicht bei mir, sondern irgendwo hier, hier oder hier. Damit die dann unterwegs sind. Wow, die haben es richtig eilig. Ja, die bewegen sich gar nicht. Du läufst dahin. Ach so. Gut. Sie sind wieder auf dem Marsch. Ah, von Bäumen umgeben minus 10. Also bringt das was, wenn sie über freies Feld marschieren. So. Ich bin mal gespannt. 19 Tage haben die Briganten noch Zeit, um aufzutauchen. Und uns geht das Futter aus. Wir haben 7 Leute, die nicht zugewiesen sind. Ah! Zack, 3 Familien da rein. Da, sammeln. Beeilung. Wir haben Hunger. Ja. Wir haben noch 16 Beeren. Also seht zu. ...59 Bauholz haben wir. Außenturm. Garnison für 10 Personen. Keine Straße. Warte, warte, warte. Ach, das zählt nicht als Straße hier. Jetzt stelle ich ihn hier hin. So, und Garnisonsturm. Wow. Warte mal. Wie werde ich denn wieder los? Da, alt. Dann baue ich den Garnisonsturm hier hin. Und der Außenturm für die Garnison, stationierte Einheit und Dorfbewohner nehmen herannahende Feinde unter Beschuss. Den stelle ich hier an die Kreuzung. So.
Und jetzt kommt. Jetzt bauen sie. Okay. Wir haben vier Familien. Viehbestand? Null. Zack. Wir haben jetzt noch. Regionsvermögen. Okay, Besteuerung minus 2. 25 Familien. Der Stufe 1, 3 Familien. Okay. 5 Retinue. Achso, das sind meine. Achso, die hatte ich ja gar nicht gesammelt. Ja, ja, ist klar. Wie geht's euch? Ihr marschiert. Ja, macht mal. Ihr habt noch 17 Tage Zeit zu marschieren. Und ich wette, wenn ich die jetzt hier nach links und rechts schicke, dann kommt ein Brigantenlager genau hier. Ich kenne doch mein Glück. So. Dann mal schauen, was wir noch einstellen können. Wir haben festgestellt, dass wir Fressalien brauchen. Ich sollte also einen riesengroßen Hof bauen, der Gemüse herstellt. Mal sehen, ob das funktioniert. So ein großer Gemüsegarten. Das ist eine Idee. Zwei Familien rein. Und das hier hinten wird alles Gemüsegarten. Und der wird dann auch nicht auf Stufe 2 aufgebaut. Wir haben noch für einen Monat Nahrung. Mal gucken, ob ich irgendwo Familien rausziehen kann, die wir nicht brauchen. Weberei ist out of order. Ihr habt nur einen. Ihr sammelt Wolle. Gut. Hofstätte. Okay. Kirche. Da müsste keiner drin sein. Richtig? Richtig. Lagerhaus. Kann es sein, dass ich in den Speicher eine Familie reinsetzen muss, damit die weitere Lagerhäuser bauen? Weitere Marktstände? Oh, guck mal, wir haben ein Bier. Die Taverne hat Bier. Sehr gut. Das funktioniert also. So. Wir haben 100 Dachziegel. Das heißt, ich ziehe dich hier weg. Dann kann die Lehmerei auch weg. So, Steinmetzlager. Kann doch eigentlich abgerissen werden, weil ein Steinmetz haben wir ja nicht mehr. Die haben ja keine Steine mehr, die wachsen ja auch nicht nach. Das Baumaterial wird rückerstattet. Lebensmittelstand, sehr gut. So. Jetzt sammelt bitte die Vorräte ein.
Wie sieht es mit meinem Handel aus? Ich brauche Regionsvermögen. 56 zu 40. Ich brauche mehr Holz. Ich habe 33 Bauholz und 56 Bretter. Für mehr Bauholz sorgt der Holzfäller. Ich sollte eine Segelgrube bauen. So. Wenn die das hier aufgebaut haben, mache ich einen Gemüsestand raus. Die Nahrung geht zur Neige. Ja. Wir wissen's. Deshalb. Oh, hier. Guckt mal. Da sind zwei Bären. Was macht ihr Leute eigentlich? Erntet, 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 sammelt Bären. Transportiert, transportiert, okay. Gut. So. Wir haben noch 5 Familien, die bauen. Also sollte das auch eigentlich recht fix gehen. Ich setze hier noch einen rein. Warte mal. Eigentlich müsste ich ja. Der Förster forstet hier auf, damit wir dieses Holzfällerlager wieder benutzen können. Genau. Ist überhaupt einer drin? Ja. Wo ist denn der gerade? Da hinten. Er pflanzt. Was machst du? Sammelt. Hä? Margaret führt einen Ochsen. Ja, warum? Und er geht in die Taverne. Naja, gut. Sollen sie mal machen. Ich lasse jetzt mal hier pflanzen, damit nämlich das Holzfällerlager dann auch hier wieder ernten kann. So. Sammelt. Sammelt. Ah ja, die holen das Holz. Gut. Übrigens, da oben liegt auch noch Holz. Fünf Personen. Pass mal auf, dann setze ich. Nein. Baut mal zu Ende. Null von zwei. Nehmt doch das Holz hier. Wenn die fertig gebaut haben, dann bin ich am Überlegen, ob ich hier oben noch ein Holzfällerlager baue. Damit denn so von der Seite hier das ganze Holz reinkommt. Bau dir 50 Wege hin und du läufst dir über die Transportierdachziegel. Okay. Ah, sie macht Gemüse. Gut. Ja, gut. So, wie sieht's hier aus? Die stehen dort. Die stehen dort. Sind aber keine Briganten zu sehen. Mist. Ich habe noch 6 Tage. 6 Tage haben wir noch Zeit, dass die Briganten auftauchen können. Ich mache trotzdem hopp hopp. Damit hier, stopp. Allgemeines Lager ist voll. Ja. Hallo? Da tut mal was hier.
Sammlerhütte. Transportiert das Zeug. 5 Familien. Ihr könntet das ganze Holz abholen. Ihr könntet hier bauen. Ja! Banditenlager! Und die Armee eines anderen Herrschers. Ah, die kommt von dort. Wo ist das Banditenlager? Da. Okay. Leute, schwingt euren Hintern bitte. Wo ist das Banditenlager hin? Hä? War das nicht hier gewesen? Da. So. Scheint, als müsste ich selber angreifen. Ja, Freunde, ihr kommt zu spät. Naja, wobei, so wie meine Leute schleichen. Oh, 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 oh. Na, mal gucken. 4 Tage. Hoffentlich schaffen die das. Warte mal. Dann sollte ich meine... Die hier. So. Großes Lagerhaus. Ressourcen hinzugefügt. Morgen gefehlt. So. Und Speicher. Ich sollte die aufwerten. Dann kann ich hier noch eine Familie reinsetzen, die transportiert. Weil die transportieren ja alle. Die Bären. Gut. Come on, come on. Wo waren das jetzt? Da. Gott, guck mal, wie die schleichen. Ja, wobei, die sind auch nicht schneller. Hopp, hopp. Oh, warte, bevor ich mich auf den Kampf konzentriere, sollte ich speichern. Wir sind in Folge 18, wa? So. Na dann. Hopp, hopp. Oh. Warte mal. Wir müssen aufpassen, dass die nicht getriggert werden, bevor beide da sind. Da sind sie. Mist. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Was? Ach, das Geld. Die Zeit ist abgelaufen. Wo lauft ihr jetzt hin? Der Gegner hat sich gerade Luft aufgelöst. Leute. Da unten. Da sind sie. Oh Gott. Der triggert jetzt auf die da oben, wa? Oh fuck.
Das läuft nicht so, wie ich es geplant habe. Yes, Sire. Wenn ihr kämpfen wollt, dann holt euch die Helden da drüben. Ich bin nicht zum Kämpfen hier, Freunde. Danke. Und jetzt würde ich sagen, Schatzkammer. Danke. Und jetzt würde ich sagen, macht euch vom Acker. Tschüss. Oh, die Effektivität. Oh. Das sind 5, das sind 16. Wie die immer langsamer werden. Oder täuscht das? So. Na, könnt ihr die noch einholen? Ja. Angriff aus der Flanke. Ja, guck mal, der feuert die an. Los, vorwärts, kämpft! Sind aber cool gemacht, die Kämpfe hier. Yay! Die flüchten. Oh, und ich sollte meine Leute. Habt ihr euch erholt? Ja. Dann ab nach Hause. Ach so, die laufen jetzt wieder zum Spielfeldrand. Naja, die sind out of order. Die laufen jetzt einfach nur noch gemeinsam wieder zum Spielfeldrand. Okay. Ich habe 167 Gold. Die werde ich nutzen, wenn ich hier unten, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann werde ich mir Leute anheuern. So, 6 Familien, die bauen. Wir haben noch für 2 Monate Nahrung. Holzfällerlager. Brennofen ist leer. Was macht ihr hier hinten? Sammlerhütte. Das ist alles voll. Da, ihr kriegt noch jemanden. Seht zu, dass er das Zeug transportiert kriegt. Ah, der Speicher wird noch aufgebaut. Okay.
Bringt es was, wenn ich den Bärensammlern temporär gestatte, einen Lebensmittelstand aufzubauen? Müsste ich mal probieren. So, wie sieht's mit Holz aus? 28 Holz, 33 Bauholz, 40 Bretter. Das heißt, ich kann nichts exportieren, weil ich kein Bauholz habe. Ich baue hier noch eine Sägegrube. Immer noch 8 Tiere. Holzfällerlager ist leer, hat aber 28 Holz eingelagert. Bauholz habe ich eigentlich genug. Ich habe nur keine Ochsen. Händler verfügbar in 2 Tagen, dann kommt der nächste Ochse. Okay, hier bauen sie noch. Malisch, ja. Wo ist die andere Einheit? Ja, die marschieren jetzt hier zum Spielfeldrand. Okay. Ja, und meine Leute schicke ich wieder nach Hause. Ihr stellt Äpfel her. Okay. Ihr stellt Ziegen her, also heute. Hühner. Ja, seht ihr? Das hier zum Beispiel ist Verschwendung. Weil die haben so einen großen Garten und machen daraus nur hier hinten ein paar Hühner. Ich werde das also wechseln auf so. Ausbau auf Stufe 2, Hühnerstall. Ich kann das gar nicht mehr wechseln. Ich kann das gar nicht mehr wechseln. Gut. Der große hier. Geht hier ein Weg durch? Oh. Hat doch keiner was gebaut. Ja, Leute! Was macht ihr denn? Ihr wartet, auf was? Und der geht was trinken. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Oder warten die, bis der Speicher fertig ist, weil sie dadurch einspeichern können. Wir setzen sie mal auf hoch. Na gut. Und ich würde sagen, wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für Ihre Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.